Hallo, ich bin Maike aus dem Kuxland und ich koche heute Bohnen, Birnen und Speck, ein traditionelles Gericht aus Landhadeln. Dazu brauchen wir Speck, Bohnen, Birnen und Kartoffeln. Wir fangen mit dem Speck an, der muss erstmal vorgaren, den geben wir in kochendes Wasser und lassen ihn 5 Minuten vorkochen. Oh. So, dann kommen wir zu den Bohnen. Man kann frische Bohnen nehmen, man kann aber auch aus dem Glas oder aus der Dose nehmen, gefroren geht auch. Bei den Bohnen aus dem Glas oder der Dose spart man sich die Garzeit und das Gericht ist 20 Minuten schneller fertig. Diese Bohnen habe ich so vorbereitet, dass ich die Enden abgeschnitten habe. Dann gebe ich da Bohnenkraut zu und dann muss das Ganze 20 Minuten kochen. Zu den Birnen. Man nimmt Kochbirnen, das sind diese kleinen Birnen, die man so, wie sie sind, zu den Bohnen dazu gibt. Oder man nimmt dann die größeren Birnen, wer die Kochbirnen nicht bekommen kann. Diese Birnen werden geschält, geviertelt und entkernt. Man kann sie aber auch mit der Schale dazugeben. So, jetzt gucken wir mal zu unserem Speck. Da geben wir dann die Bohnen dazu. Das sind jetzt die frischen, die brauchen eben die lange Garzeit. Und 1-2 Stangen Bohnenkraut. Das Ganze lassen wir jetzt 20 Minuten bis 25 Minuten kochen. Die Bohnen sind jetzt gar. Jetzt geht es weiter mit den Kartoffeln. Oder die müssen geviertelt, also Würfel geschnitten werden. Ich habe schon welche vorbereitet. Die geben wir jetzt oben auf die Bohnen. Und dann setzen wir die kleinen Kochbirnen drauf. Das Ganze muss jetzt noch mal 15 Minuten garen und dann ist das Gericht fertig. Die Kartoffeln und Birnen sind jetzt gar und jetzt können wir unser Gericht fertigstellen. Wir nehmen die Birnen heraus und setzen sie auf eine Platte. Dann nehmen wir den Speck heraus. Ups. So, und zum Schluss wird die Speise noch mit das Gericht noch mit Mehl angedickt. Dafür nehmen wir 2 Esslöffel Mehl in etwas Wasser, verrühren es gut und heben es vorsichtig unter die Bohnen. Kurz aufkochen, Petersilie drüber geben und fertig ist das Gericht. Man kann würzen mit Salz und Pfeffer. Mit dem Salz sollte man vorsichtig sein, da der Speck ja gesalzen ist und es dann vielleicht zu salzig wird. Fertig ist das Gericht.